Hallo und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Ich habe mir gerade ganz viele andere Booktuber angeguckt und habe die Tags für mich entdeckt. Es gibt so viele unglaublich coole Tags und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich heute auch so ein Tag-Video drehe, nämlich den Probleme eines Buchnerds-Tag. Den finde ich nämlich sehr, sehr cool. Da sind echt auch witzige Fragen dabei, finde ich. Und ich lege jetzt direkt mal los. Ich werde jetzt nach und nach immer eine Frage vorlesen von diesem Tag und die dann beantworten. Die erste Frage lautet, du hast 20.000 Bücher auf deinem Sub. Wie in aller Welt entscheidest du, was du als nächstes liest? Also erstmal, wenn ich 20.000 Bücher auf meinem Sub hätte, das ist schon sehr, sehr krass. Also das ist eine sehr große Menge. Ich glaube, wenn ich 20.000 Bücher, also wenn ich allein schon 20.000 Bücher hätte, hätte ich wahrscheinlich einen großen Leseraum und da wären dann alle Bücher so um mich herum in Regalen und dann würde ich, glaube ich, mich einfach, na, auf den Zettel zu schreiben, alle so Bücher, das dauert sehr lange, also das ist keine gute Idee, glaube ich. Ich würde mich einfach in die Mitte stellen von dem Raum, ja, das finde ich eine gute Idee, ich würde mich in die Mitte stellen von dem Raum, mich im Kreis drehen und dann meine Augen öffnen und das Buch, was ich, also ich stelle mir das gerade vor, das Buch, was ich dann als erstes sehe, werde ich dann lesen. Ja, ich glaube, so würde ich es machen. Es ist auf jeden Fall wirklich ein Problem, wenn man so viele Bücher hätte. Also es ist echt, es passt gut zu dem Tag-Probleme eines Buchnerds, weil das ist echt sehr viel. Du bist, also die zweite Frage ist, du bist bei der Hälfte eines Buches und magst es einfach nicht. Hörst du auf oder liest du es in jedem Fall zu Ende? Ich glaube, ich würde das Buch abbrechen. Also die Hälfte ist schon, ist man schon sehr weit eigentlich, finde ich. Aber ich bin so ein Mensch, ich breche Bücher wirklich, wenn ich merke, sie gefallen mir nicht, dann breche ich sie einfach ab. Also, und ich glaube, in dem Fall würde ich das auch machen, weil irgendwie möchte ich nicht, ich denke immer, ich habe noch so viele andere tolle Bücher, die ich lesen möchte. Dann breche ich das Buch jetzt lieber ab, was mir dann nicht gut gefällt. Und dann lese ich halt eins, wo ich denke, boah, das könnte mir richtig, richtig gut gefallen. Ich weiß, manchmal denke ich mir auch so, das Buch könnte mich noch so von den, aus den Socken hauen. Sagt man das so? Auf jeden Fall, ja, ist das echt eine schwere Entscheidung. Aber ich glaube, ich entscheide mich für abbrechen. Ganz klar, ja, abbrechen. Drittens, das Ende des Jahres naht und du bist so nah dran und gleichzeitig weit entfernt davon, deine Lese-Challenge für das Jahr zu knacken. Versuchst du noch aufzuholen? Wenn ja, wie? Also jetzt muss ich sagen, ich verstehe die Frage irgendwie nicht. Das Ende des Jahres naht und du bist so nah dran und gleichzeitig, aber ich bin so nah dran, aber ich bin auch gleichzeitig weit entfernt, meine Lese-Challenge zu knacken. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie, verwirrt mich das gerade voll. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sage ich mal, ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr 100 Bücher zu lesen, zum Beispiel jetzt, und ich habe jetzt gerade, wir haben jetzt zum Beispiel Ende November und ich habe 80 Bücher gelesen, also ich glaube, ich würde da nicht mehr versuchen, 20 Bücher noch ganz schnell, also ganz schnell 20 Bücher im Dezember zu lesen, weil ich finde, also ich möchte halt, dass mir Lesen Spaß macht und nicht, dass es auf diese Menge ankommt, die man liest. Deswegen glaube ich, würde ich nicht, nee, ich würde nicht einfach ganz schnell lesen. Hauptsache, ich schaffe meine Lese-Challenge. Nee, würde ich nicht machen, wenn ich die Frage jetzt so richtig verstanden habe. Nächste Frage. Die Cover einer deiner Lieblingsreihen passen nicht zusammen. Wie gehst du damit um? Erstmal finde ich es wirklich ärgerlich, wenn, kennt ihr das, wenn einfach zum Beispiel eine Trilogie, zwei Bücher sind gleich groß und dann kommt das dritte und das ist dann einfach ein Stück kleiner oder ein Stück größer und oh, das macht mich irgendwie wahnsinnig. Wenn das dann in meinem Bücherregal steht und das passt dann einfach nicht so zusammen, nee, das finde ich irgendwie, finde ich ganz, also ich persönlich finde das irgendwie schlimm. Das, also bei mir müssen die schon alle gleich, also einfach von der Höhe her und so gleich aussehen oder ja, einfach, also es muss schon zusammenpassen, finde ich. Also ich würde mir sie trotzdem kaufen. Und würde dann versuchen sonst, dass ich zum Beispiel eins gerade hinstelle, die anderen hinlege oder so, dass das trotzdem halt irgendwie noch passt. Aber ich finde das, weiß nicht, ich finde das ganz, ich finde das einfach ärgerlich. Ich finde das einfach ärgerlich. Dann, absolut alle lieben ein Buch, das dir überhaupt nicht gefällt. Was tust du? Also, ich würde einfach, glaube ich, ich sage die ganze Zeit, glaube ich, merke ich gerade.
ehrlich sagen, warum mir das Buch nicht gefallen hat und auch, dass es mir nicht gefallen hat, weil ich finde, Ehrlichkeit ist einfach wichtig. Ich finde, nur weil alle ein Buch lieben und mir gefällt es dann nicht so gut, dann, also ich würde niemals dann so tun, als würde mir das Buch gefallen, obwohl es mir nicht gefällt, weil ich finde, man sollte ehrlich sein und das ist so wichtig. Deswegen würde ich, ja, ich würde euch dann einfach erzählen, dass mir das Buch halt nicht gefallen hat, wieso es mir nicht gefallen hat und so würde ich es dann machen. Sechstens, du liest ein Buch und bist drauf und dran, in aller Öffentlichkeit loszuheulen. Wie vermeidest du das? Also, das ist schon schwer, muss ich sagen. Ist mir aber auch tatsächlich noch nie passiert, weil ich generell eigentlich, also, wo ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich schon öfters im Zug und so gelesen, aber jetzt halt mittlerweile dann nicht mehr, weil ich halt ja nicht mehr zur Schule gehe. Und mit dem Auto, also ich fahre halt gar nicht mehr Zug und sondern halt immer nur noch mit dem Auto, da puh, ist schon schwer, aber ich glaube, entweder würde ich einfach drauf losweinen und einfach meine Emotionen rauslassen. Kommt, glaube ich, einfach auf die Situation an, wo ich mich auch gerade befinde. Es ist sehr schwer zu sagen, muss ich sagen. Also ich glaube, ich würde, da war schon wieder mein, ich glaube. Ja, ich würde entweder, ja, entweder oder, es ist auch, vermutlich würde ich das Buch zumachen und zu Hause weiterlesen, weil man sich dann, ja, auch, man ist auch nicht so leichter, also nicht so schnell abgelenkt, finde ich. Weil wenn man jetzt zum Beispiel im Zug liest und dann muss man an der nächsten Station raus, ist halt auch voll schade, weil dann kann man nicht mehr weiterlesen. Deswegen würde ich es wahrscheinlich zumachen und dann zu Hause lesen. Und da kann ich dann auch voll meine Emotionen rauslassen. Es erscheint ein Folgeband einer Reihe, die du gern magst. Allerdings hast du keine Ahnung mehr von der Handlung des Vorgängerbandes. Ist mir schon öfters passiert. Würdest du A, das vorherige Buch einfach nochmal lesen, B, die Fortsetzung nicht lesen, C, im Internet nach einer Zusammenfassung suchen oder D, die in Frustration versinken? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich das Problem wirklich schon öfters hatte. Ich habe dann auch, muss ich ehrlich sagen, schon öfters im Internet versucht, eine Zusammenfassung zu finden. Aber es ist mir ehrlich gesagt noch nie gelungen, eine super gute Zusammenfassung zu finden, dass ich mich wieder voll in die Geschichte wiederfinden konnte. Also habe ich das bisher mal so gelöst, dass ich mir das Hörbuch vorher, also von dem vorherigen Band, so das Hörbuch angehört habe. Oder halt, der das Buch nochmal gelesen, habe ich eigentlich, nee, habe ich noch nie. Ich habe dann, was ich sonst auch schon mal gefragt, ich habe dann eine Freundin gefragt, die Bücher zum Beispiel auch gerade gelesen hat oder sich halt noch besser als ich daran erinnern konnte und die hat mir dann nochmal eine gute Zusammenfassung gegeben und dann konnte ich halt, während ich diesen neuen Teil dann gelesen habe, auch nochmal fragen stellen, wie war das denn nochmal da und so und so und das hat mir bisher halt eigentlich immer gut geholfen, also so. Aber wahrscheinlich würde ich, ja doch, also ich würde, also das bisher mir am besten gefallen, wo ich mir dann einfach das Hörbuch dann nochmal angehört habe. Also ich habe mir dann halt das Hörbuch angehört, das Buch nicht nochmal gelesen, sondern dann quasi das Hörbuch. Oder wenn das jetzt sehr, sehr, also zum Beispiel erst das ein Jahr später oder so erscheint, ich glaube, dann würde ich auch wirklich nochmal die vorherigen Bände lesen. Ja, so würde ich es machen. Du willst, dass niemand deine Bücher ausleiht. Was antwortest du, wenn jemand ein Buch von dir leihen will? Schwer zu sagen. Also, ich würde mir wahrscheinlich irgendeine Ausrede einfallen lassen. Ich würde wahrscheinlich sagen, das Buch habe ich gerade schon jemandem ausgeliehen. Ja, doch, das wäre so die einzigste Ausrede, die mir jetzt gerade so einfällt. Das würde ich sagen. Ich würde sagen, das Buch habe ich schon verliehen und derjenige ist so ein langsamer Leser, dass das ganz lange noch dauert, bis der das Buch gelesen hat und hoffe dann innerlich, dass derjenige das einfach vergisst, dass er das Buch bei mir ausleihen wollte und so, ja, so würde ich es machen. Wie würdet ihr das machen? Das würde mich nicht mehr interessieren. Vielleicht komme ich ja mal in so eine Situation und dann
ja, dann habt ihr vielleicht ein paar Tipps, wie ich damit umgehen soll. Du steckst in einer massiven Leseflaute. Wie befreist du dich daraus? Also, das ist mir auch schon öfters passiert und ich muss sagen, dass ich einfach dann wirklich kurz für diese Zeit aufgehört habe zu lesen. So, meistens ging sie dann wirklich nicht länger als so 1, 2 Wochen. Dann habe ich das gemacht, worauf ich gerade wirklich, weiß ich nicht, mehr Lust hatte. Einfach zum Beispiel, wenn gerade ich eine super, super spannende Serie schaue, dann habe ich mir die halt angeschaut, bis ich dann gemerkt habe, so, ich habe es hier total Lust zu lesen. Manchmal habe ich aber auch gemerkt, dass ich in eine Leseflaute gekommen bin, wenn ich ein Buch gelesen habe, was sich ein bisschen gezogen hat. Und dann habe ich das schon mal, also ich habe schon immer öfters dann das zur Seite, nicht direkt abgebrochen, das zur Seite gelegt, weil ich habe ja vorhin noch gesagt, ich breche auch Bücher schnell ab, das mache ich auch. Wenn ich aber merke, dass es trotzdem ein Buch ist, was mir eigentlich gefällt, aber sich gerade für mich zieht, dann lege ich das immer zur Seite und nimm dann mir ein anderes Buch und das lese ich dann. So habe ich es bisher immer gemacht, das hat mir eigentlich echt gut geholfen. So, vorletzte Frage. Dieses Jahr erscheinen so viele neue Bücher, die du unbedingt lesen willst. Wie viele liest du wirklich? Also, das kenne ich auch. Meistens, wenn Bücher erscheinen, die ich auf jeden Fall haben möchte und lesen möchte, bestelle ich sie mir entweder vor oder ich kaufe sie halt ungefähr innerhalb von, ja, ungefähr, ich sage jetzt mal ungefähr bei diesem Erscheinungszeitraum, wo es halt erscheinen soll, ja, kaufe ich mir sie dann halt im Buchladen. Und dann lese ich sie ja wirklich relativ schnell. Also es ist bei mir echt bisher selten vorgekommen, dass ich ein Buch, dass es wirklich lange auf meinem Sub gelegen hat, bis ich dieses Buch gelesen habe. Das ist echt selten bisher ist vorgekommen, fällt mir gerade so auf. Meistens lese ich das dann wirklich so innerhalb, ich sage jetzt mal so von einem Monat, wenn ich sage, also von, ja doch, ja ungefähr. Innerhalb von einem Monat lese ich das eigentlich, wenn ich gerade mal so darüber nachdenke. Ja. So, letzte Frage. Wenn du diese Bücher gekauft hast, wie lange dauert es, bis du sie auch wirklich liest? Habe ich gerade ja schon mit beantwortet. Also ja, innerhalb von ungefähr einem Monat lese ich das Buch dann, wenn ich die Neuerscheinung halt gekauft habe. Öfters ist es mir natürlich vorgekommen, dass ich Bücher mir bestellt habe oder gekauft habe, die ich schon länger halt auf meiner Wunschliste hatte und die landen dann wirklich auf meinem Sub. Also das sind wirklich Neuerscheinungen von Trilogien, von Reihen, die ich dann unbedingt lesen will, die dann neu erscheinen und die lese ich halt wirklich dann auch relativ schnell, weil ich auch einfach wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Deswegen landen die wirklich selten lange auf meinem Sub, sage ich jetzt mal. Ja, das war's mit dem Tech-Video. Wenn euch so ein Video jetzt gefallen hat, könnt es mir wirklich gerne schreiben, weil ich merke, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Dann würde ich nämlich mal mehr Techs drehen für euch. Und ja, das war's dann auch schon. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.